In diesem Durchgangsheim in Demmin wartete ich dann darauf, dass man für mich einen anderen Heimplatz findet. Es gab Spezialkinderheime. In Spezialkinderheimen wurde die normale Schule fortgesetzt, aber das Erziehungskonzept war dann schon auch in Richtung Persönlichkeitsbruch einfach auch angesagt, dass ja, Spezialkinderheime sind die erste Einrichtung gewesen, in die Kinder dann kamen, die in irgendeiner Form keine Ja-Sager waren oder auffällig waren, politisch schon auch aufmüpfig waren. In so einem Heim war für mich kein Platz. In meiner Akte lese ich, dass eine Aufnahme nicht möglich war im Spezialkinderheim Eilenburg, weil keine freien Kapazitäten vorhanden sind. So verblieb ich dann im Durchgangsheim Demmin bis zu meinem 14. Lebensjahr. Einige Monate, ich weiß nicht, ob es 8 oder mehr waren, also ich war sehr, sehr lange im Durchgangsheim. Und Konnten Sie dort überhaupt so etwas wie Freundschaften knüpfen oder Bezugspersonen finden, mit denen Sie über Ihre Probleme auch reden konnten? nein, es hat ja auch keiner gefragt und es war ja auch gar nicht, es war einfach auch nicht da, weil der Heimalltag, da war ja jede Minute war ja geplant und da hat man sein Tun gehabt, da hat man das zu machen, was gesagt wurde. Da kam man, als man abends im Bett lag, dann für sich alleine war. Oder man war in der Zelle, weil man bestraft wurde. Aber wie gesagt, die Dinge, die da passierten, die zur Einweisung führten oder überhaupt, was da alles im Vorfeld war, darüber nachzudenken, das passierte eigentlich nicht. Heimweh war da, Traurigkeit war da, Sehnsüchte waren da, die dann abends, wenn man im Bett lag und man nicht schlafen konnte, das arbeitete dann und auch eben über Träumereien und so weiter. Und ja, manchmal wurde ich auch da schon nachts wach, schweißgebadet und habe dann Angst gehabt nachts auch. Und da wurde der Schlafraum abgeschlossen, da gab es von innen, gab es dann so Holzluken auch, da kam dann so ein Brett davor mit Schloss, weil es Mädchen gab, die auch die Scheiben eingeschlagen haben und hatten versucht, dann sich die Pulsader aufzuschneiden oder ins Krankenhaus zu kommen. Und von daher war es stockduster in diesem Raum. In der Mitte stand ein Kübel zur Notdurft und 12 oder 13 Mädchen waren wir in diesem Schlafraum. Und morgens wurde die Tür wieder aufgeschlossen. Da kam nachts keiner, ne? Im Durchgangsheim, da war dann eben abends dann auch in der Nachtruhe, wenn da Unstimmigkeiten unter den Kindern waren, waren dann auch eben die Stärkeren und die Schwächeren. Da wurde dann auch gehauen und Wut rausgelassen, auch untereinander. Alles, was sich da anstaute in Kindern, wurde dann untereinander geklärt auch. Und ja, Freundschaften, das war im Durchgangsheim nicht so möglich. Ich war mit einem Mädchen eine längere Zeit zusammen und wir hatten auch aus dem Durchgangsheim versucht wegzulaufen und es gelang nicht. In letzter Minute gelang es nicht, weil die Nele, die hatte dann, als wir uns versteckt haben und das ganze Haus wurde durchsucht, die hatte dann genießt. Und da hat man uns dann im Keller entdeckt. Wir hatten uns unter Kartoffeln verbuddelt. Und ja, und dann waren die Jungs, die Größeren, dann haben wir gesagt, verratet uns nicht. Aber sie haben dann Belobigung wahrscheinlich auch gekriegt und sie haben uns verraten und dann die Zelle, ja.